Kindheit im Bildschirmzeitalter. Am nächsten Freitag, den 18. Oktober 2019, werde ich darüber in Mitwitz sprechen. In 96268 Mitwitz. Das ist also nicht der Nabel der Welt, aber nächste Woche schon, weil ich dann da nämlich bin. Und für mich ist es dann da der Nabel der Welt, wo ich bin. Ist ja auch nicht so häufig, dass ich vor Ort spreche. Und Kindheit im Bildschirmzeitalter sollte etwas sein, was uns alle zutiefst bewegt, denn das ist eine ganz, ganz große Veränderung. Und es gibt da verschiedene Stimmen. Manche Leute sagen, ja, Veränderung hat es immer gegeben. Früher haben die Alten sich aufgeregt, wenn die Jungen Bücher lasen. Jetzt regen die Alten sich auf, wenn die Jungen Bildschirm benutzen. Und natürlich gehe ich davon aus, weil ich optimistisch bin, dass wir auch lernen werden, mit dieser Technik umzugehen. Gleichzeitig hat es schon viele neue Techniken gegeben, mit denen wir das eben erst lernen mussten und wo es im Anfang ja durchaus sehr, sehr bedauerliche und schmerzliche Schädigungen gab und Menschen Opfer wurden einer neuen Technik, weil man nicht vorhergesehen hatte, wie sich bestimmte Dinge auswirken. Und gleichzeitig bin ich, wie viele von uns, sehe ich auch natürlich die ganz große Anziehungskraft und auch die Vorteile dieser Technik. Ich bediene mich ja jetzt gerade auch der Bildschirmtechnik, um euch zu erreichen. Trotzdem gibt es eben Dinge, die wichtig sind zu beachten im Zusammenleben mit Kindern und im Zusammenleben mit Bildschirmen. Und gleichzeitig soll es nicht nur darum gehen, zu verstehen, was sind denn eigentlich die Kriterien, die wichtig sind, dabei zu beachten, sondern auch, wenn ich das verstanden habe, wie setze ich das um? Denn es gibt kaum jemanden, der nicht findet, egal wie er dazu steht, das Kind benutzt aber wirklich sehr, sehr viel den Bildschirm und ich muss es reglementieren oder soll ich es reglementieren? Darf ich es reglementieren? Wenn ja, wie? Und mal Hilfe, mein Kind ist schon süchtig und abgestürzt. Das sind ganz viele Herausforderungen, die neu sind und wo wir auch selber ja als Erwachsene ganz neu mit einer Technik konfrontiert sind und wir selber in unserem Leben hat sich ja auch ganz viel verändert. Und auch viele Erwachsene merken, ja, will ich das eigentlich so, wie es sich jetzt verändert hat? Darüber werden wir sprechen, anhand von Beispielen auch von denjenigen, die sich auf den Weg machen, um eben ganz altmodisch und zukunftsträchtig analog mit mir zu sprechen und mich sprechen zu hören und einfach eine Begegnung vor Ort zu erleben. Und ich freue mich sehr drauf. Und ja, ich denke, es wird vielleicht zumindest das Audio mitgeschnitten werden. Ich hoffe, dass das möglich ist, kann es aber nicht versprechen. Es gibt ja auch auf meinem Kanal schon Vorträge zum Thema. Aber wie ihr wisst, ich entwickle mich ja auch immer weiter und lerne immer dazu. Und ich werde bestimmt einiges erzählen, was ich schon erzählt habe, aber auch neue Sachen. Herzliche Einladung und ja, soweit erstmal.